Überall, wo im Gelände, auf Wegen und Straßen mehr verlangt wird. Mehr Traktion, mehr Bodenschonung, mehr Durchkommen. Sicheres Ankommen auch unter schwierigsten Bedingungen, ganz einfach mehr Mobilität, da ist der Unimog gefordert. Seine Technik ist auf dieses Mehr ausgelegt, denn der Unimog U300 bis 500 ist als geländegängiger Geräteträger konzipiert. Der Unimog-Geräteträger ist für vielfältige Aufgaben entwickelt worden. Seine An- und Aufbauräume in der Front, zwischen den Achsen, hinter dem Fahrerhaus und am Heck ermöglichen eine Vielzahl von unterschiedlichen, schnell wechselbaren Gerätekombinationen. Ob Schneepflug und Streuer im Wechsel mit Schneefräsen, Astscheren zum Freischneiden, Frontlader, Häcksler und Wechselcontainer, Forst- und andere Mulchgeräte, Mannschaftstransportwagen, zum Beispiel im Tagebau, für bis zu 22 Personen, Anhängertransporte im Gelände und auf der Straße, Wasser- und Schlammpumpen für die Feuerwehr mit ihren vielfältigen Aufgaben, Rahmenwinde oder Frontseilwinde, Hubarbeitsbühnen für Wartungs- und Reparaturarbeiten, Krane bis 32 Metertonnen. Dies sind einige Beispiele von vielen. Dafür stehen ihm verschiedene Antriebssysteme zur Verfügung. Eine mechanische Front- und Heckzapfwelle. Die Nebenabtriebe von Motor und Getriebe sowie bis zu 4 Hydraulikkreise. Die Unimog-Geräteträger sind in unterschiedlichen Radständen verfügbar. Mit kurzen Radständen steigern sie die Wendigkeit. Mit langen Radständen verlängern wir den Aufbauraum, um zum Beispiel für schwere Krane eine große Fahrstabilität zu erreichen. Das Herz jedes Unimog ist der bewährte Mercedes-Benz Dieselmotor, der sich durch Langlebigkeit, niedrigen Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle genauso auszeichnet wie durch seine Umweltfreundlichkeit. Gemeinsames Merkmal für diese Motoren ist das Drehmomentmaximum über einen breiten Drehzahlbereich sowie die umschaltbare Motorcharakteristik für den Straßen- oder Gelände- bzw. Geräteeinsatz. Sie sorgen gemeinsam für die extreme Durchzugkraft und das Halten der Drehzahl bei wechselnden Anforderungen. Die großdimensionierte Kupplung ist wartungsfrei, selbst nachstellend, leicht zu betätigen und fein dosierbar. Das Unimog-Grundgetriebe mit 8 Gängen von 6 bis 85 km pro Stunde ist im Gegensatz zu Lkw-Getrieben nach unten hin mehr abgestuft. Diese werden im Gelände besonders benötigt. Durch die Arbeitsgruppe wird das Getriebe auf 16 vollbelastbare Gänge ab 1,2 km pro Stunde bei Nenndrehzahl erweitert. Damit fährt der Unimog im Gelände präzise und kupplungsschonend über extreme Schlechtwege sowie an schwer zugängliche Stellen und Steilstrecken. Auf der Straße wird der Einsatzort zeit- und kostensparend erreicht. Der Unimog fährt mit einer hohen Straßengeschwindigkeit bis zu 85 km pro Stunde. Schnell und wirtschaftlich. Auf allen Straßen, auch auf der Autobahn. Im Gegensatz zu Traktoren behindert er den Verkehrsfluss nicht. Auch das Fahrerhaus ist sehr ergonomisch konzipiert. Der Ein- und Ausstieg für Fahrer und Beifahrer ist sicher und bequem. Übersichtliche Instrumente und griffgünstig angeordnete Bedienungselemente entlasten den Fahrer bei der Straßen- oder schwierigen Geländefahrt. Bis zu 3 Personen haben im Führerhaus auch auf längeren Strecken bequem Platz. Fahrer- und Beifahrersitz im Kurzhaubenfahrerhaus sind im schwingungsgedämpften Bereich hinter der Vorderachse angeordnet. Schwingungen der Vorderachse werden damit im Gegensatz zum Frontlenkerfahrerhaus reduziert. Der Rücken des Fahrers wird geschont.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Allradfahrzeugen ist jeder Unimog mit einer Zweikreisscheibenbremsanlage an allen vier Rädern ausgerüstet. Diese haben einen hervorragenden Selbstreinigungseffekt und sind weitgehend überhitzungsresistent. Zusätzlich hat der Unimog eine wirkungsvolle zweistufige Motorbremse mit bis zu 120 kW Bremsleistung, die ganz einfach am Lenkradhebel bedient wird. Damit wird einerseits die Wirkung der Betriebsbremse bei langen Gefällefahrten erhalten und eine Überhitzung vermieden. Andererseits werden Bremsbeläge und Scheiben geschont, was die Servicekosten zusätzlich senkt. Das ABS ist auf der Straße ein enormer Sicherheitsgewinn. Im Gelände ist das ABS eher hinderlich, da die Räder nicht blockieren. Für derartige Einsätze ist das ABS beim Unimog abschaltbar, so dass die Räder blockieren können, sich ein Erdkeil aufbaut und das Fahrzeug folglich einen kürzeren Bremsweg besitzt. Einen zusätzlichen Vorteil bietet das automatisierte Schaltgetriebe Automatic Shift. Es kuppelt und schaltet völlig automatisch. Damit wird der Fahrer bei der Straßenfahrt entlastet und kann sich voll auf den Verkehr konzentrieren. Durch die automatische Schaltung auf der Straße wird jeweils der optimale, verbrauchsgünstigste Gang eingelegt und der Unimog spart zusätzlich Kraftstoff. Speziell für den Geländebetrieb lässt es sich auch manuell schalten. Unter bestimmten Umständen kann der Fahrer noch manuell kuppeln, so dass der Kraftfluss auch bei Leerlaufdrehzahl unter allen Umständen geschlossen bleibt. Damit ist es jedem herkömmlichen Automatikgetriebe überlegen. Wichtig im Gelände ist auch die schnelle Umkehr der Fahrtrichtung. Sei es bei der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz, zum schnellen Wenden oder einfach beim Freischaukeln. Die für schnelle Fahrzeuge einzigartige synchronisierte Wendeschaltung EQR, serienmäßig in allen Unimog, ermöglicht das Freikommen und spart Zeit beim Wenden. Der Allradantrieb mit 100% wirksamen, aktiv betätigten Differentialsperren ist unübertroffen im Gelände. Der Antrieb allein über den Permanentallrad reicht nicht aus, wenn die Bodenverhältnisse unterschiedlich sind. Wenn auch nur ein Rad auf glatter Fahrbahn steht, dreht dieses durch. Das Fahrzeug bleibt stehen. Beim Einfahren ins Gelände ist deshalb das Sperren des Längsdifferentials wichtig. Durch das Zuschalten der Differentialsperre in der Hinterachse ist bereits ein deutlicher Zugkraftgewinn zu verzeichnen. Aber erst die Sperrung auch des Vorderachsdifferentials erlaubt es einem einzigen Rad, das auf festem Grund steht, das gesamte Fahrzeug herauszuziehen. Alle Differentialsperren können während der Fahrt ohne Zugkraftunterbrechung oder Geschwindigkeitsbegrenzung ein- und ausgeschaltet werden. Automatisierte Differentialsperren dagegen benötigen zu ihrer Aktivierung mindestens ein durchdrehendes Rad, das schon in Gleitreibung übergeht, deshalb weniger Zugkraft aufbringt und sich schon eingräbt. Wichtig im Gelände ist auch die Einzelbereifung der Hinterachse, so dass das Hinterrad dem Vorderrad in der gleichen Spur folgt und keine kraftzehrende eigene Spur legen muss. Wir sprechen hier vom Multipass-Effekt. Böschungswinkel vorn und hinten sowie die Bauchfreiheit, auch durch den Rampenwinkel gekennzeichnet, sind wichtige Kriterien beim Durchfahren des Geländes. Zusätzlich ist die Drehzahl der Vorder- und Hinterachse absolut synchron. Besonders wichtig ist dies auf wechselndem Untergrund, um Verspannungen im Antriebsstrang und Bodenschäden durch Zwangsschlupf zu vermeiden.
Beide Achsen sind gleich stark und in Portalbauweise konstruiert. Das heißt, die Achsmitte liegt bis zu 18 cm über dem Radmittelpunkt. So wird in Verbindung mit der großen Bereifung die hohe Bodenfreiheit von über 45 cm erreicht. Außerdem wird das volle Drehmoment erst am Rad erzeugt, so dass der Antriebsstrang schlank und nutzlaststeigernd ausgelegt werden kann. Voraussetzung für den ständigen Bodenkontakt aller vier Räder sind große Federwege. Progressiv wirksame Schraubenfedern mit großen Federwegen machen es möglich. Die Schraubenfedern sind darüber hinaus weitestgehend wartungsfrei. Sie passen sich außerdem an jeden Beladungszustand stufenlos an. In Verbindung mit den Stoßdämpfern wird eine besonders gute Dämpfung von Fahrzeugschwingungen erreicht, die von der Fahrbahn herrühren. Ein Aufschaukeln ist ausgeschlossen. Niederer Fahrzeugschwerpunkt und optimale Spurweite gestatten das Befahren von Schräglagen bis 38 Grad. Der Reifendruck ist bei einem schnell laufenden Geländefahrzeug sehr wichtig. Bei der Straßenfahrt muss dieser hoch sein, um dem Fahrzeug die sichere Spurhaltung zu gewährleisten, den Reifenverschleiß zu minimieren und Kraftstoff zu sparen. Ein zu niedriger Reifendruck auf der Straße würde den Reifen außerdem unnötig erhitzen und damit schädigen. Im Gelände bei niedriger Fahrgeschwindigkeit ist dagegen ein niedriger Reifendruck entscheidend. Auf etwa 45% des notwendigen Straßenreifendrucks kann er bei einer Geschwindigkeit bis 20 km pro Stunde, bei langsamer Geradeausfahrt sogar auf 33% abgesenkt werden. Die Traktion wird damit bis auf das Doppelte gesteigert. Der Bodendruck wird verringert, die Spurtiefe reduziert. Tiefenverdichtungen werden vermieden. Dies verhindert eventuelle Schadensersatzansprüche von Grundstückseigentümern. Hier ein Vergleich. Beim Befahren eines Sandhangs mit hohem Reifendruck entstehen tiefe Spurrillen. Eine Spurtiefe von nur 10 cm entspricht bereits einer zusätzlichen Steigung von 10%, die zu überwinden ist. Bei dem hohen Reifendruck ist die Traktion niedrig und deshalb ein Festfahren unausweichlich. Die Unimog Reifendruckregelanlage Tire Control ermöglicht es, auch während der Fahrt den Reifendruck anzupassen. Damit wird die Traktion bis auf das Doppelte gesteigert. Aus der Vertiefung heraus wird diese Steigung problemlos überwunden, ohne durch den Reifenschlupf Bodenschäden zu verursachen. Ein guter Zusatzeffekt: die deutliche Kraftstoffersparnis. Beim Einsatz im Gelände oder in Notsituationen spielen viele Faktoren eine Rolle. Das Zusammenspiel von Fahrwerks- und Antriebskonzeption, des Geräteantriebskonzeptes und der Fahrerergonomie bedingt das einzigartige geländegängige Geräteträgerkonzept, das durch seine Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit, Boden- und Umweltschonung die langfristige und nachhaltige Wirtschaftlichkeit sicherstellt.